Hi und herzlich willkommen auf der Republika. Die Republika ist eine Messe für die digitale Gesellschaft und wir stellen hier dem Berliner Messepublikum unser Tapestry of Spaces Projekt vor. Tapestry of Spaces ist ein multimediales Gesamtkunstwerk aus VR-Technologie, klassischer Musik, KI-Komposition und Street Art. Und mit diesem Projekt zeigen wir, dass es in Bayern spannende, innovative Projekte mit neuen Technologien gibt. Mit Tapestry of Spaces können wir auch für ein Sinfonieorchester neue Wege beschreiten und ein ganz neues Publikum gewinnen. Das Coole an der Republika ist, dass es hier ein sehr, sehr vielseitiges Publikum gibt mit vielen Interessenten. Und das heißt, wir lernen Leute kennen, die sich für das Projekt interessieren und die spannende Fragen haben zu den Themen VR-Technologie und KI-Komposition. Wir sind Explore Media in Bavaria. Wir kommen aus München, eine Standortinitiative aus Bayern. Und wir sind hier auf der Republika, weil wir den Medienstandort Bayern ein bisschen vorstellen wollen. Wir wollen quasi außerhalb von unserem Freistaat zeigen, wer wir sind, welche Medienbereiche wir abdecken, welche Player wir haben, welche Projekte wir in Bayern umsetzen und uns so ein bisschen bekannter machen. Also wir sind die GoVar GmbH. Wir sind ein XR-Studio, ein Tech-Unternehmen. Und hier sind wir mit unseren Leidenschaftsprojekten, zwar mit zwei Kunstprojekten. Einmal ist es die Metalknie, das ist ein ägyptisches Schreintor, das wir 1:1 eingescannt haben und mit einem Künstler, Ugo Dossi, zusammen verbunden mit seinen Zeichen zusammengebracht. Und da bekommst du eine Experience, wie du aus der hiesigen Welt in das Diesseits, wer in die ägyptische Seele reist, dir den Dolch, das Tunchelchen am Mond schnappen darfst. Und dann kommst du wieder zurück in die Slides. Ein anderes Projekt haben wir noch dabei, das ist MXR Continuum. Da haben wir viele Künstler unter einem Dach, wo wir mit der reellen Kunst in die Extended Realities reisen und eine große Ausstellung als Weltpremiere Ende des Jahres in München haben werden. Da haben wir ein Pilotprojekt dabei, ein paar Kunstwerke, ein paar NFTs und ganz tolle Reisen, die Vorstellungskraft sprengen. Die Reaktionen sind eigentlich total positiv und zwar durch alle Altersgruppen hinweg. Alle freuen sich, dass sie mal was ausprobieren können und sind auch eigentlich total begeistert. Das sind auch sehr unterschiedliche Projekte, die wir hier dabei haben. Und deswegen sprechen wir, glaube ich, einfach ganz verschiedene Geschmäcker und Interessen an. Und jeder ist eigentlich total begeistert, einfach mal in die virtuelle Realität so eintauchen zu können.